Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute genieße ich hier noch den letzten warmen, wahrscheinlich Oktobertag, draußen im Bereich Schöngeising. Ich will euch heute eigentlich nicht das hier zeigen, weil das kennt ihr schon. Das ist mein M90-Fahrhau sozusagen, der M90-Rucksack der Schweizer Armee, montiert an diesem Alice-Pack 2. Frame, den hatte ich schon mal vorgestellt. Es ist heute nicht eigentlich das, was ich zeigen will, sondern was ich zeigen will heute ist was ganz anderes, nämlich ein taktisches Pfeifenetui, ganz genau. Ihr kennt alle diese normalen Pfeifentaschen, die mehr hässlich, aber eben zweckmäßig sind. Und ich habe mir da was anderes überlegt, weil wenn ich mal draußen bin und gerne eine Pfeife rauche, ich kann mich nie entscheiden, welche Pfeife ich mitnehme. Und wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran. Bis gleich. Hier also meine taktische Pfeifentasche, das ist von der Firma Maxpedition, ich denke hinlänglich bekannt in der Szene, ist der Beefy. Natürlich super stabil, Cordura, Nylon, hier kann man dann irgendwelche, wie heißt es bei den Amerikanern, Moral Patches drauf machen, also irgendwelche Abzeichen und so weiter, Patches. Die Maße dieses Maxpedition Beefy, das ist glaube ich der größte aus dieser Maxpedition Pouch Reihe, sind 20 cm, 16 cm und der ist ungefähr so 6-7 cm hoch, ja, natürlich klar je nach Packungsdichte. Von vorne hier haben wir so eine Art Mesh-Fach. Hier könnte man dann also Taschentücher, Feuchttücher, Pfeifenfilter etc. reinpacken. Aber natürlich kommt es hier vor allen Dingen auf den Inhalt drauf an. Und wenn ich ihn aufklappe, dann sieht man sozusagen, fällt mir schon hier die Korn entgegen. Da sieht man also, was man so machen kann. Das ist hier sozusagen mein taktisches Pfeifentäschchen von Maxpedition. Eine Pfeifenauswahl dabei. Hier gehen so ungefähr, ich würde sagen, drei mittelgroße Pfeifen rein und so eine Korn. Passt eh immer irgendwo rein, die kann man noch irgendwo reinklemmen. Hier ist dann der Tscheche sozusagen drin. Hier auf der Seite kann man den Pfeifentabak unterbringen und hier habe ich mein Pfeifenfeuerzeug. Das Ganze lässt sich mit YKK-Reißverschlüssen taktisch gut verschließen und man hat sozusagen wirklich ein mehr oder weniger schusssicheres Pfeifentäschchen. Mir taugt es, weil ich hier alles beisammen habe und weil es wirklich sehr robust ist und auch sozusagen im harten Outdoor-Einsatz ganz gut funktioniert. Ich wollte euch noch in dem Zusammenhang kurz einen Neuerwerb zeigen. Und das ist hier dieses schöne Stück. Das ist eine Stanwell Sterling Sand. Ich glaube, die 207 müsste das sein. Eine Poker. Ich wollte schon immer eine Poker haben und als ich dann ein Angebot gesehen habe, in München habe ich zugeschlagen bei knapp, ich glaube 80 Euro, bin ich dann schwach geworden. Was mir sehr gut gefällt ist, die wird in Hand hergestellt. Mir gefällt diese Pokerform und was mir auch gefällt ist diese silberne Applikation hier und selbst hier das Stanwell-Zeichen. Das ist nicht irgendwie drauf gemalt oder drauf geprintet, sondern das ist sozusagen eingelegt als Intarsienarbeit. Mir taugt die wirklich sehr gut. Ich bin gerade dabei, sie einzurauchen und sie lässt sich auch wirklich gut in der Hand halten. In dem Zusammenhang dann auch erworben, man liest jede Menge von oder über McBaron, den McBaron Mixture. Das scheint so der heilige Gral der Pfeifentabake zu sein und ich muss sagen, ich entwickle mich zunehmend zu einem Flake-Anhänger. Also habe ich mir auch dazu noch gekauft, den McBaron Mixture Flake. Ich habe ihn schon mal angetestet, das ist wirklich dem Scottish Blend ebenbürtig. Der kommt in so einer mehr oder weniger wiederverschließbaren Verpackung mit so einem Aluminiumsiegel obendrauf. Ist wirklich ein sehr angenehmer Tabak, er wird als Stufe 2 oder Stärke 2 angegeben. Aber ich finde den wirklich sehr harmonisch und sehr gut zu rauchen. Ja. Der McBaron Mixture Flake oder Flake findet hier natürlich auch hervorragend Platz drin.
Ja, das ist sozusagen hier das taktische Pfeifentäschchen Maxpedition als taktisches Pfeifentäschchen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Kurzvideo hier zum taktischen Pfeifentäschchen von Maxpedition. Mir taugt das sehr und könnt ihr mal unten drunter schauen, da stehen dann auch die Bezugsmöglichkeiten natürlich. Maxpedition an sich ist natürlich bekannt für sehr robuste Taschen, eher im EDC-Bereich, also Everyday Carry, was man alles reinpacken kann. Da gibt es diverse Millionen Videos auf YouTube. Auch ich habe üblicherweise so ein Täschchen und habe dann da Messer und Schraubenzieher und Erste Hilfe, eine Signalpfeife und so weiter drin. Aber in dem Fall ist es die Erste Hilfe für den sogenannten Pfeifendurst oder Pfeifengenuss. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wie immer zum Schluss mein Tipp, geht raus. Servus.